Ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem neuen Video hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und heute schauen wir uns die beiden Retro 200 mm Brennweiten an, die ursprünglich mal für den Minolta MD-Mount gebaut wurden und die wir heute spielend leicht mit einem Adapter an den neuen oder normalen Sony-Kameras oder an den E-Mount anschließen können. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Los geht's! Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es um 200 mm Brennweiten. Einmal das Sigma 200 mm F2.8, das ich hier in den Händen halte. Und auf der anderen Seite das Sigma 80 mm bis 200. Dazu kommen wir gleich. Ich kann ja nur eins nach dem anderen vorstellen. Kommen wir zuerst zu dem beeindruckendsten Fakt in diesem Video. Denn dieses Objektiv hat sage und schreibe 40 Euro gekostet. Das ist fast geschenkt und natürlich erwarten wir für dieses Geld keine Wunder. Diese Objektive wurden für die analogen Fotokameras konstruiert und auch der Name Sigma hatte zur damaligen Zeit auch nicht so den super Ruf. Dieses Objektiv gibt es auch noch von Minolta und damals, als es noch nicht so populär war für die E-Mount-User, dass man ein altes Minolta-Objektiv auch an eine Sony-Kamera oder an den E-Mount anbringen kann, da hat man das Minolta 200 mm F2.8 noch zu super Schnäppchenpreisen auf eBay bekommen. Da hat man das zwischen 100 und 200 Euro ersteigern können. Mittlerweile, ich habe mal nachgeschaut, kostet das Minolta 200 mm F2.8, wenn man denn das Glück hat, es auf eBay zu finden, um die 350 Euro. Also ihr seht schon, die Attraktivität von den Minolta MD-Linsen ist wieder sehr gestiegen. Und es macht einfach sehr viel Spaß, dieses Retro-Bokeh im Hintergrund zu haben und gleichzeitig eine Linse in den Händen zu haben, die wirklich nicht viel Geld gekostet hat. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich denn für 350 das Minolta kaufen? Okay, das ist legendär, also das, wer das Glück hat und das nötige Kleingeld, als kleiner Tipp von mir, das Minolta 200 mm F2.8 ist viel besser wie dieses Sigma 200 mm F2.8. Trotzdem hat es mich sehr interessiert, was man denn mit einer Linse für sage und schreibe 40 Euro so anstellen kann. Gerade das 200 mm F2.8 wisst ihr ja, wenn ihr das 70-200 von Sony kauft, das G-Master, da seid ihr ja so bei 2500 Euro. Wenn ihr das F4 kauft, dann seid ihr so bei 1000 Euro. Und dieses Objektiv kostet 40 Euro, wie gesagt. Die Blende können wir selber verstellen. Wir schließen es mit einem MD-Mount-Adapter an den E-Mount an. Alles, was ihr dazu braucht, verlinke ich natürlich unten im Video. Und das Teil ist noch wirklich massiv aus Metall gefertigt. Es ist ein Lederköcher dabei, wo das Objektiv drin verstaut wird. Und es ist eine Metallgegenlichtblende dabei zum Aufschrauben, die ich leider daheim vergessen habe. Wie es zu erwarten war, darf man natürlich keine Wunder erwarten. Also dieses Objektiv bei Offenblende, naja, also ihr wisst schon, wir fotografieren lieber bei F4 oder einer F8 oder einer F11. Dann haben wir annehmbar scharfe Bilder, sage ich mal. Natürlich können diese Objektive nicht mit heutiger Objektivgüte mithalten. Dafür haben sie aber ein interessantes Bokeh, das einfach an die damalige Zeit erinnert. Und diesen Look wollen ja auch viele erreichen. Was mir aufgefallen ist bei diesem Objektiv, das hat noch eine Makrofunktion. Das ist ganz spannend. Wir können nämlich einmal hier den Fokus natürlich verstellen und dann können wir hier noch die Naheinstellgrenze auf 1:4 herausdrehen. Das ist kein echtes 1:1 Makro, aber 1:4 ist dann doch recht ordentlich und wir kommen damit schon sehr nah ran und können ganz schöne Blüten oder Schmetterlinge fotografieren, wenn wir schnell genug sind, denn wir haben natürlich keinen Autofokus. Was bei diesen Linsen besonders beeindruckend ist, damals haben wir sie nicht stabilisiert gehabt und heute durch den internen stabilisierten Sensor sind sie zusätzlich stabilisiert. Ich kann der Kamera sagen, ich habe ein 200 mm Objektiv drauf und dementsprechend passt der Sensor sich mit der Stabilisierung an die Brennweite an. Wenn wir die Makrofunktion verwenden, also die Naheinstellgrenze heranholen auf 1:4, dann nimmt die Bildqualität bei Offenblende nochmal deutlich ab. Besser, wir fotografieren dann tatsächlich mit der normalen Naheinstellgrenze von, was hat dieses Objektiv, 2,5 Meter, 2,3 Meter ungefähr. Wenn wir die 1:4er Makrofunktion rausdrehen, die können wir ja noch auf 1:5 und 1:6 einstellen, dann haben wir eine viel
kürzere Naheinstellgrenze, ich glaube von so 70 cm. Und wie ihr hier auf den Bildern gut erkennen könnt, kommen wir damit schon ganz gut ran. Allerdings bei Offenblende ist das fast nicht zu gebrauchen. Aber wiederum, Makros fotografieren wir gerne ja mit einer geschlosseneren Blende von f8 oder f11. Und dann holen wir hier die Schärfe wieder etwas zurück. Andererseits muss ich sagen, eine 200 mm Brennweite für 40 Euro, die ich selbst nur ohne diese Makrofunktion verwenden kann, ist trotzdem ein genialer Preis. Und besonders beeindruckend ist daran, dass es eben auch für die Leute gedacht ist, die kreativ fotografieren möchten, die aber nur einen kleinen Geldbeutel haben. Und das ist für mich besonders attraktiv, weil mir macht das Spaß, auch mal Dinge vorzustellen, die sich auch Menschen leisten können, die wirklich nicht viel Geld haben. Und 40 Euro zusammenzusparen ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sich 2.500 Euro zusammenspart. Ihr kennt meine Meinung, das Foto ist nur so gut, wie es auch das Motiv und das fotografische Können war. Die Technik, die ihr verwendet, die ist wirklich sekundär zu beachten. Man kann mit manueller Technik oder sogar mit einem Smartphone herausragende Motive einfangen. Also lasst euch davon nicht entmutigen, wenn ihr kein G-Master mit einem superschnellen Fokus habt. Auch ihr, wenn ihr limitiert seid, ihr passt euch wieder an das, was ihr in der Hand habt, und euch gelingen mit Sicherheit dann trotzdem schöne Fotos. Meine Fotos sind ja natürlich jetzt nicht Meisterklasse, die ich damit gemacht habe. Ich wollte einfach nur mal querbeet ein bisschen rumfotografieren, damit ihr so einen Eindruck auch gewinnt, wie die Bildqualität von dieser Linse ist. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Schnäppchen, und zwar ist das Sigma 80 mm bis 200. Dieses Objektiv hat mich fast noch mehr beeindruckt, da es nur 19 Euro auf eBay gekostet hat. Und übrigens, schöne Grüße an die beiden Fotografen, die mir das verkauft haben auf eBay, die mich dann meistens auch erkennen, wenn ich dann bei PayPal bezahle, weil dann, glaube ich, wird mein Name übermittelt und die meisten kennen mich von euch. Also schöne Grüße an diejenigen, die es mir verkauft haben. Das Objektiv hat mich fast noch mehr beeindruckt. Es hat eine Brennweite zwischen 80 und 200 mm. Und der Clou dabei ist, es ist nicht wie heute, dass man das dreht zum Zoomen, sondern damals hat man das noch einfach rausgezogen. Ich finde, das ist mindestens genauso attraktiv, beziehungsweise ist es einfach mal aufregend anders, wie man es gewohnt ist. Also ich komme ja auch eher so aus der digitalen Zeit. Manche von euch oder sehr viele von euch kommen mit Sicherheit auch noch aus der analogen Fotografie. Für die ist das alles langweilig. Für mich muss ich aber sagen, ist das schon irgendwie mal eine ganz neue Art, an die Fotografie heranzugehen. Einfach hier das Objektiv zu zoomen, indem man das einfach vorne nur so nach vorne zieht. Was bei dem Objektiv auch besonders fein gelöst ist, ist hier die Gegenlichtblende, die wir dann einfach immer dabei haben und bequem verstauen können, indem wir sie hier einfach nach innen schieben oder dann rausziehen. Das Objektiv hat auch einen manuellen Blendenring, der sich zwischen 3,5 und Blende 22 verstellen lässt. Auch das f2,8 geht bis Blende 22, also 2,8 bis 22, dieses hier 3,5 bis 22. Und jetzt kommt der Punkt dabei, die Blende wird nicht limitiert, wenn wir auf 200 mm gehen. Dieses Objektiv ist also tatsächlich noch lichtstärker als das 70-200 von Sony mit der Blende 4. Denn dort haben wir maximale Blende 4, hier haben wir die 3,5, selbst bei 200 mm. Natürlich ist das ein unfairer Vergleich, denn das Sony-Objektiv ist überall wenigstens halbwegs scharf. Und dieses Objektiv hat natürlich auch seine Schwächen, wenn wir auf Blende 3,5 fotografieren. Aber es ist trotzdem besser, als ich dachte. Wie gesagt, mir gefällt das sehr, sehr gut, hier zwischen dem 80 und den 200 mm sehr schnell hin und her zu zoomen. Und das Objektiv ist eigentlich wie neu. Wenn ihr das anschaut, diese Linsen haben früher mehrere hundert Mark gekostet. Ich glaube, dass Minolta 200 mm f2.8, das hat mal 1600 Mark D-Mark gekostet. Ihr müsst euch mal überlegen, was das damals für ein Betrag war. Und ebenso bin ich mir fast sicher, dieses Sigma, verbessert mich bitte, wenn ihr das besser wisst. Ich habe darüber auch nichts gefunden online. Dieses Sigma hat dann wahrscheinlich, so wie es halt heute auch ist, weniger gekostet, vielleicht 800 Mark. Aber jetzt überlegt mal, ich habe das jetzt für 40 Mark bekommen, Euro natürlich. Aber warum bekomme ich es so billig? Weil sie natürlich keiner mehr haben will. Die Objektive haben natürlich riesige Schwächen, sie haben chromatische Aberrationen, sie sind bei Weitem nicht so scharf wie die Optiken, die wir heutzutage kaufen können. Aber hey, das sind 19 Euro. Jeder von euch, der nur 19 Euro hat, der kann sich
dieses Objektiv einfach über den Adapter, den ich euch unten rein verlinkt habe, an seiner A5100 oder A6000 ranschrauben. Also gerade auch die 5000er Reihe von Sony, die ist ja jetzt mittlerweile spottbillig zu haben. Also es gibt nahezu fast keine Ausrede mehr, warum man heute nicht mehr fotografiert, wenn man das Hobby gern hat. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart hier zu dieser kleinen Exkursion mit den beiden Brennweiten. Ich hoffe, euch hat es auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zu einem weiteren Video mal wieder reinschaut. Euch noch eine friedliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meine Kamera, wenn runterfährt, die kleine, die Insta, weißt du, was da steht im Display? Shutdown. Das Unwort des Jahres 2020 wird das wahrscheinlich werden.